Na gut, das war eine Flaute, da haben wir leider nichts Tolles herausbekommen. Nur der Typ in der Schattenseite oder in diesem unteren Bereich von Dalaran hat uns einigermaßen Informationen gegeben, will aber als Gegenleistung natürlich etwas dafür haben. Jetzt muss ich mir nur noch die Frage stellen, wo finde ich den anderen? Nicht hier. Nicht hier. Dafür ist das irgendwo hier nebenan. Kann das sein? Ja. Oh, was ist das denn? Oh! Desmond! Er hat Desmond getötet! Ihr habt Desmond getötet, ihr Schweine! Desmond Schließkasten verschlossen. Und Desmond hat sich wohl mit jemandem angelegt, den er lieber hätte in Ruhe lassen sollen. Untersuchen wir mal seine Leiche. Hier ist nichts. Aber hier könnten wir mal das Schloss knacken und schauen, was er da hat. Disteltee hat er. Was? Cool, regeneriert 100 Energie. Finde ich ja nice. Behalte ich. Ist ja eigentlich ein nettes Gadget. Ist jetzt nur dreimalige Aufladung, aber ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht. Kann man mit was anfangen. Ja, gut. Einer, der weiß nichts, einer, der ist tot und einer, der will als Gegenleistung etwas dafür. Das ist natürlich. Braucht ihr etwas? Seid vorsichtig. Es könnte für uns nicht besser laufen, wie immer. Na gut, dann müssen wir uns mal wieder zurück auf unsere alten. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab ja vergessen, weil Lehrer wollte sich ja mit uns irgendwo treffen. Da waren wir zu voreilig. Da waren wir zu voreilig. Dann gehen wir mal wieder zurück. Die ist ja hier. Wunderbare Waren. Nein, nicht wunderbare Waren. Doch, wunderbare Waren. Lasst uns reden. Valera wirft euch einen Blick zu. Glück gehabt. Sie werden mich Eine nicht Rune kommen der sehen. Portale. Was glaubt Weisung, wer er ist? Valera atmet einmal tief durch. Es ist wohl die Sache wert, aber diese Rune befindet man nicht so leicht. Es sei denn, Erzmagierin Cylindra, die Portalmeisterin der Kirigen-Tor, unterhält ein Studienzimmer in der Stadtmitte. Wir Schurken sind dort nicht besonders willkommen und sie würde uns auch nicht einfach eine Rune geben, selbst wenn wir sie, Valera grinst. Aber von Fragen hat auch niemand geredet. Besorgt eine Ich Rune. verschmelze. Bleibt in den Schatten und versteckt euch. Die Kirin-Tor sind nicht dumm. Das habe ich mir leider schon gedacht, dass sie keine dummen Leute sind. Ich frage mich, wie ich da überhaupt reinkomme. Ist irgendwo hier außen lang? Hier vielleicht? Sieht stark danach aus, dass wir hier. Ja. Ah, okay. Okay. Es geht jetzt schon los. Es geht jetzt schon so los. Ich weiß gar nicht, kann man sie ablenken? Kann man auch nicht. Schattenschritt können wir hier auch leider nicht verursachen. Hier sind wir auch falsch. Hier finden wir nichts. Braucht ihr etwas? Upp. Hier aber drinnen finden wir was. Sehr gut. Der Schlüssel ist hier. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch hier so heil aus der Sache rauskommen. Ja, perfekt. Und zu unserem Kontaktmann gehen, um ihm die Kacke da geben, wozu er das auch immer braucht. Ich kann ja so lange gucken, ob momentan. Ah ja, Tatsache. Jetzt ist mal wieder alles in trockenen Tüchern. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, machen wir dann doch die Quest zu Ende. Was gibt es? Übergebe also die Runde der Portale. Ausgezeichnet. Ihr findet Akari im Zauberkasten. Zauberkasten. Die Freude ist Weisung hat tatsächlich Wort gehalten. Ich bin beeindruckt. Auf Der Wiedersehen. Zauberkasten ist nicht weit von hier entfernt. Wir haben ein paar Agenten in der Nähe stationiert, die den Bereich sichern können. Macht euch auf alles gefasst. Akari wird sich nicht kampflos ergeben. Sie werden mich nicht kommen sehen. Gut. Akari, eure Zeit ist um. Wow, Valera ist ja wirklich ziemlich mordlustig. What the fuck ist das? Xu, warte. Oh, tot. Schade. Das spawnt der Drecksack und dann ist er schon wieder tot. Zauber, warte. Wo war sie nochmal? Ach, ja, ich weiß wo. Außen. Zum Zauberkasten. Akari hat sich umgehend nach oben verzogen. Sie gehört euch. Gut.
Solche Spiele sind meine liebsten Spiele. Ich sollte euch danken. Kill jeden wird erfreut sein, wenn ich ihm einen nach dem anderen werden euch die Reißzähne zerfetzen. Kirell, Woller, elender Wurm. Sterb! Ihr glaubt, mein Meister sei so dumm? Ja. Das war wirklich nicht schwierig. Ich bin nur mir es war wieder nur eine List. Diese lügenden Dämonenabschaum, ich hätte es besser wissen sollen. Jetzt werden wir Waldsun zeigen, was es heißt, sich mit den Ungekrönten anzulegen. Schließt euch bei dem Schattenabstieg an. Auf Wiedersehen, Waldsun. Ich werde euer Tod sein. Das heißt, der Drecksack war von Anfang an nur ein kleiner, dreckiger Verräter, der uns nur missbraucht hat, um das zu bekommen, was er haben wollte. Zu diesem komischen Portalstein. Den wir da gerade so einfach mal just for fun abgeliefert haben. Na gut, das wird jetzt wohl dein Ende sein. Mit den Schurken spielt man nicht. Halt, halt! Das wusste ich nicht. Ich schwöre. Ich kann euch noch helfen. Ich kann euch zu Akaris Festung bringen. Was sagst du dazu, Valera? Er lügt wieder einmal. Ich weiß es, aber er könnte uns unsere einzige Chance sein. Wenn ihr mich verschont, kann ich mit eurer Rune der Portale ein Tor zur Akaris Festung im wirbelnden Nefer öffnen. Natürlich ist es nicht gerade einfach, die Meisterassassinen der Legion auf ihren eigenen Terrain zu töten, aber die Reißzähne des Verschlingers sind doch sicher ein Versuch wert, oder? Waldsun lächelt. Ich werde euch den Weg durch die Festung zeigen, wenn ihr angekommen seid. Aber Karim müsst ihr allein besiegen. Die Freude ist ganz meinerseits. Naja, wenn du mich aber nochmal verarscht, wird das wohl deine letzte Einsicht sein, die ich dir gebe. Okay, gehen wir mal zum verzerrten Portal. Noch irgendwelche Worte, bevor ich verschwinde? Der Weg zur Schattenblut-Zitadelle ist frei. Okay, ich glaube, niemand hat mir was zu der Sache zu sagen. Gehen wir rüber und holen uns die letzten Klingen. Akari ist auf der anderen Seite der Zitadelle. Mit euren Talenten solltet ihr sie unentdeckt erreichen. Okay, also eigentlich können wir uns versuchen... Macht euch bereit, Diener! Unser Meister benötigt uns auf dem Schlachtfeld! Sie wird sich wahrscheinlich nicht so einfach angreifen lassen. Unsere Gegner werden den quälenden Biss der Reißzähne spüren und sterben. Naja, vom Sterben habe ich eigentlich nicht so die... Versucht, Schritt zu halten. Oh. Sie hat ein paar kleine Tricks drauf, mit denen ich nicht so gerechnet habe. Ich hätte auch gerne einen Shadow Clone Jutsu-mäßigen Dingsbums. Genug. Sie hat mich betäubt. Fieser Trick. Das ist ziemlich fies von dir. Bringt sie in die Gefängniszelle. Kill jeden wird erfreut sein. Na toll, dann hat man mich noch gefangen genommen. Das war ziemlich rüpelhaft. Rückt aus, Armeen von Kill jeden! Ruhm erwartet uns! Beklaut den... Ja, kann ich gerade nicht. Der Wärter bietet euch eine Gelegenheit zur Flucht. Gut, klauen wir mal seinen Schlüssel. Ziemlich dumm! Ziemlich dumm. Oh, verdammt, ich brauche meine Waffen. Wo sind meine Waffen? Holt eure Waffen zurück. Okay, jetzt bist du dran. Ich bin außer Reichweite. Jetzt habe ich meine Klingen. Jetzt wirst du es meine Klingen schmecken. Die Königsmörder sind genauso gefährlich wie die Klingen, die ich da versuche zu holen. Mal sehen, ob du die auch überleben kannst. Naja, nicht gerade die schlauste Wache. Wir haben fast Kontakt. Okay, verschwinden wir von hier. Tötet Inquisitor Xiros. Oh. Netter Breakdance! Aber das wird doch dein letzter Breakdance sein. Ach ja, wenn ich 5 Euro für jeden Drecksack bekommen würde, der mir verspricht, dass ich sterben werde, dann wäre ich schon ziemlich reich, muss man schon dazu gesagt haben. Leider ist das nicht das erste Mal, dass ich solche billigen Drohungen gehört habe. Oh ja. Wieso Pinball-mäßig werde ich hier rumgereicht? Das ist irgendwie jetzt nicht so lustig. Okay. Suchen wir sie mal auf. Ist sie hier? Ist sie nicht. Die Fänge sind in Reichweite. Okay.
Weiter nach oben, würde ich mal sagen. Tötet sie, ihr Narren! Meine Bestimmung wird sich erfüllen! Ah, vorbeigeschlichen. Birch! Willkommen, Herr der Flammen! Willkommen, Kill jeden! Och nö, nicht der Drecksack schon wieder! Oh, Tatsache, da ist er schon wieder. Gut gekämpft, Akari. Ihr habt meinen Segen verdient. Also, okay, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Das sind irgendwelche Gemurmel bitte einfügen, aber der Drecksack ist schon wieder zurückgekehrt. Wir haben dich im Burning Crusade zurück in die Hölle geschickt. Da kannst du auch eigentlich drinnen bleiben. Die Macht der Reißzähne ist unvorstellbar. Ich bin eure bescheidene Dienerin, mein Fürst. Wir müssen das irgendwie wieder unter Kontrolle kriegen, bevor es zu spät ist. Ah, jetzt zu eurer Warenprüfung. Zerstört mithilfe der Reißzähne die reiche Azeroth von innen heraus. Pflastert unseren Weg zum Sieg mit ihren Leichnamen. Die werden für euch Blut schmecken. Ach, der ist einfach so... Er kam so hoch, hat einen Segen gegeben und so... Wieder nach unten. Das heißt, es ist nur so ein kleiner Portal, wo man ihn hochrufen kann. Ja, aber das wird jetzt wohl dein letzter. Den Segen... Beenden wir es. Ein für alle. Den Segen, den du da bekommen hast, wird der letzte Segen sein, den du abbekommen hast. Jetzt bist du wirklich völlig. Letztes Mal hast du mich mit einem fiesen Trick überwältigt. Kein Versagen. Was ist das denn? Parierchance. Ich habe ganze Welten von innen heraus zerstört. Azeroth wird untergehen. Ist irgendwie nicht so cool, wenn sie die ganze Zeit meine ganzen Attacken abpariert. Keine Spielchen mehr. Okay, Shadow Clone Jutsus, die den letzten, das hatten wir schon mal. Das wird aber nicht lange für dich halten. Dank für deine Klingen, Schnucki. Zeit, dass sie sich wechseln zum wahren Besitzer. Und zwar die Reißzähne sind mein! Das kann ich nicht benutzen, ja, aber sie sind trotzdem mein! Reißzähne des Verschlingers gehören. Zitadelle hat ihre Selbstzerstörung eingeleitet. Oh shit. Zum Portal, sobald ihr die Fänge habt. Ja, ich hab die Fänge und ich würde jetzt gerne von hier verschwinden, bevor ich gleich explodiere. Explosionen gehören nicht so zu meinen täglichen Alltägen. Aber ich trinke dafür erstmal ein. Das ist mir zu viel Stress gerade. Ey, und wir sind raus mit den letzten Klingen, die wir brauchen. I'm back. Und er so. Ah, ihr habt es geschafft. Gut gemacht. Ja, ich weiß. Valera sagte, ihr würdet wissen, wo ihr sie treffen könnt. Sie ist niemand, den man warten lassen sollte, ja, das... sich unsere Wege wieder kreuzen. Ich weiß, sie ist eine sehr ungeduldige Person, aber... Naja, Schönheiten haben halt immer ihren sogenannten Temperament, den sie besitzen. Das kann man ja leider nicht verleugnen. Gut, holen wir uns die letzten, schließen wir die Quest ab. Die Klingen sind jetzt unsere. Wir haben eigentlich an sich nichts mehr zu erledigen. Die ganzen Klingen sind unsere. Ich habe mein Inventar ist nur verdammt voll. Ich wollte sie noch verdammt nochmal mit Gegenstandstufen pimpen. Habe ich aber auch vergessen. Damn! Jetzt musst du noch herausfinden, wo ist Valera. Ist sie in der Schattenseite? Nein. Ah doch, sie ist in den Schatten. Ja, okay. Hallo. Auf deinem Ritt. Die wartet schon unten auf uns. Gut. Gehen wir und geben die ganze Sache hier ab. Damit sind wir dann fertig. Das heißt, wir haben unsere letzte Quest abgeschlossen. Dementsprechend haben wir, was Artefakt-Quest-mäßig angeht, alles erledigt, was man erledigen soll. Jetzt fehlen nur noch die Dungeons und noch die Abschluss unserer Kampagne. Sonst steht uns nichts mehr im Wege. Valera, ich bin erfolgreich zurückgekehrt. Macht mich nicht. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet, Darioch. Ich bin froh, euch an unserer Seite zu wissen. Sie werden mich nicht kommen sehen.